Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Und wie ihr vielleicht schon an diesem wunderbaren Hauptmenü mit dieser wunderbar fröhlichen, aber auch entspannenden Musik erkennen könnt, ist es jetzt tatsächlich gelungen, eine vernünftige Aufnahmemöglichkeit für Anno 1503 zu finden. Yay! Progress nach mehreren Tagen. Ja, ich wollte eigentlich zwischendurch Anno 2070 weiter hochladen, aber für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, es gibt da leider ein paar Schwierigkeiten, namentlich die Ubisoft-Server sind abgekackt. Und zwar so richtig, die arbeiten gerade immer noch an der Lösung des Problems. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Anno 2070, das kann man ja auch offline spielen. Das Dumme ist nur, die Informationen über die Arche, die liegen auf dem Server, ebenso wie der Career Progress. Das bedeutet also, wenn ich offline spiele, sind bestimmte Slots der Arche schlicht und ergreifend gesperrt. Das bedeutet, wir haben nicht alle Items, die wir bereits erforscht haben, zur Verfügung, was dazu führt, die Kraftwerke haben nicht mehr richtig funktioniert, etc. Hatten nur noch mit der Hälfte der von uns eingeführten Kapazität gearbeitet, was natürlich dazu führt, dass die ganze Wirtschaft in sich zusammengebrochen ist. Das heißt also, bevor es mit Anno 2070 weitergeht, muss da erstmal das Problem mit den Servern wieder gelöst werden. So, umso erfreuter bin ich jetzt, dass wir tatsächlich auf Anno 1503 zurückgreifen können. So. Legen wir dann gleich mal los. Wir machen natürlich einen Singleplayer. Wir gehen auf ein neues Spiel. Und hier haben wir natürlich mehrere Schwierigkeitsgrade zur Verfügung. Citizen ist zwar schön und gut. Da startet man nämlich bereits mit einer sehr großen Insel und hat die Möglichkeit, da direkt loszulegen. Man hat eine 500.000 Starteinkommen etc. Ist mir persönlich aber ein bisschen zu blöd. Machen wir es auch lieber ein bisschen risky. Machen wir es auf Baron. Ja, das haben wir, da haben wir halt die klassischen Sachen, die Inseln haben aber viele Fruchtbarkeiten etc. Es sollte also passen. So, hier können wir unsere Farbe auswählen und hier können wir das Spiel auch noch ein bisschen anpassen. Ich möchte natürlich Piraten haben, ich möchte Desaster haben. Bei den NPCs, ja gut, die nehmen sich eh nicht viel. Wir haben zwar hier diese wunderbaren Beschreibungen, die zwar alle ganz gut klingen, aber leider ändert sich da bei der KI tatsächlich nicht viel beim Vorgehen. Die KI ist eh so blöd, dass sie nicht mehr in der Lage ist, auch nur ein Gebäude vom Spieler anzugreifen. Das heißt also, hier ist relativ egal. Die sind im Grunde genommen nur Deko. So, wählen wir natürlich erstmal Magenta als Farbe. So, und da haben wir auch den Ladebalken, der gleich voll ist. Und hier starten wir in unsere wunderbare Welt. Gut. Hier haben wir jetzt die Wahl. Nehmen wir gleich diese Insel hier. Wow, die sieht sogar richtig gut aus. Ich würde sagen, die nehmen wir gleich. Die Alternative wäre, dass wir hier die große nehmen. Hier haben wir zwar ein bisschen mehr Baufläche. Mir sind aber die Gebirge, wo man ja Ressourcen findet, ein bisschen zu sehr verstreut. Wir könnten natürlich auch uns eine der südlichen Inseln schnappen. Ah nein, wir gehen hier für die hier. Wir bleiben gleich in der Nähe des Gebirges, damit wir da richtig... Na, hier ist halt die Chance relativ hoch, dass wir Salz und Eisen finden. Und gerade Salz ist am Anfang sehr wichtig. Und Eisen, na klar, spätestens wenn wir Werkzeuge selber produzieren wollen, wird es spannend. So, ich habe leider keine besonders guten Layouts oder ähnliches für Anno 1503 zurechtgelegt. Ja, das heißt, hier muss ich jetzt relativ viel improvisieren. Das letzte Mal, als ich das Spiel ausführlich gespielt habe, wie alt war ich da? 10? Hey, wir haben gleich direkt Marmor gefunden. Ist das nicht schön? Dumm nur, dass wir damit relativ wenig anfangen können. Aber gut, schauen wir auch erstmal, was in den anderen Bergen drin ist. Okay, wir haben Salz. Damit wäre von der Seite aus schon mal das Wichtigste geklärt. Aber wir haben kein Eisen. Das heißt, wir werden da auf andere Inseln ausweichen müssen und wir werden später vermutlich auch noch sehr viel Eisen einkaufen müssen. So, hier haben wir jetzt das wunderbare kleine Problem, dass mein wunderbares Standard-Layout gar nicht mal so gut funktioniert. Das finde ich jetzt aber kacke. Na gut, müssen wir damit umgehen. Genau, hier haben wir unser Kontur. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Das ist Layout gleich durch das 3D-Terrain. Jeder, der mich kennt, weiß, ich halte von 3D-Terrain nicht viel. So sabotiert oder? Aber gut, platzieren wir erstmal eine Fischerhütte. So, und hier hört der Berg auf. Das heißt, wenn wir also jetzt stattdessen dieses Markthaupthaus als Dreh- und Angelpunkt nehmen, dann sollte es klappen. Ich nutze tatsächlich ein Schema, das habe ich mir so ein bisschen von der KI abgeguckt damals, dass ich halt quasi endlos in diese Richtungen expandiere. So, immer bis zum letzten Punkt.
Und dann setze ich das nächste Markthaupthaus und die Straßen setze ich wie eine Spirale drumrum. Das heißt also, wenn ich so auf diesem Wege vier Markthaupthäuser platziert habe, bilden die zusammen ein Quadrat. Und in diesem Quadrat kann ich dann die Wirtschaft anordnen, die Stadt selber etc. So, jetzt haben wir natürlich hier bereits das Problem, dass wir leider nicht genügend Holz haben. Aber das können wir ja bereits hier unterbringen. Zack, haben wir jetzt hier zwei Holzfällerhütten. So, und hier müssen wir auch so ein bisschen aufpassen. Etwas, was Anno 1503 eingeführt hat, ist, dass jedes Gebäude unterschiedliche Eingänge hat. Hier sehen wir es. Wir haben einmal vorne, hier hinten und so weiter. Aber diese Positionierung, das stellenweise ein bisschen unpräzise. Da muss man also tatsächlich so ein bisschen aufpassen, wie man die Straße setzt. Das ist denen leider nicht ganz so geil gelungen. Deswegen, das macht die ganze Geschichte zu einem relativ umstrittenen Feature. Absolut zu Recht, muss ich sagen. Aber gut, ist halt so. So, hier in Hafennähe werden wir trotzdem erstmal unsere Wirtschaft unterbringen. Ich denke mal, mit vier Holzfällerhütten am Anfang fahren wir da eigentlich ganz gut. So, werden wir halt keine großartige Hafenstadt haben, aber wer weiß, vielleicht werden wir später hier Wirtschaft abreißen und hier noch mit der Stadt hin expandieren. Schauen wir mal, die Möglichkeiten sind ja quasi endlos. So, mit dem Schiff würde ich sagen, da laden wir jetzt mal die letzten Werkzeuge rein und gehen wir mal auf Entdeckungstour. Und hier sehen wir, hier ist die Stadt Venedig, da kann man ab und an für relativ wenig Geld Werkzeuge einkaufen. Das ist etwas, wovon wir natürlich sehr viel Gebrauch machen werden. So, wo fangen wir mit der Stadt an? Ich würde sagen, wir werden hier anfangen und sie dann... müssen wir echt ein bisschen aufpassen mit der Wirtschaft, wo wir die hin platzieren, oder? Wir gehen, marschieren hier mit der Wirtschaft nach rechts und bauen die Stadt hier so nach oben. Das würde tatsächlich auch sinnig sein. Gut, machen wir das mal. So, platzieren wir hier mal die nächste Holzfällerhütte. Haben wir das. Und als Vorbereitung auf eine der nervigsten Produktionslinien im ganzen Spiel, nämlich Leder, platzieren wir hier mal eine Jagdhütte. Dadurch, dass die Jagdhütte keine klassische Fruchtbarkeit hat. So, und hier ist jetzt die Frage. Okay, der Eingang ist also hier mittig gesetzt. So, hier kriegen wir jetzt Tierhäute und so weiter. Aber das hat halt keine richtige Fruchtbarkeit oder ähnliches. Man kann halt die Effizienz dieses Gebäudes nicht so ganz absehen. Das ist so ein bisschen mau. Vor allem, weil wir relativ viele Jäger brauchen werden. Ah gut, so, expandieren wir mal unser Territorium weiter in diese Richtung. Immer schön der Straße entlang, wir wollen ja keine Unebenheiten in unserem Baustil drin haben. Gut. So, wie gesagt, das hier wird jetzt alles der Wirtschaft gut zugute gehalten. Ich würde sagen, machen wir das hier, einen unserer Hauptwirtschaftsdistrikte tatsächlich. Können wir nämlich mehrere der Produktionsdistrikte, da nehme ich nämlich dieselben wie in Anno 1404. Die funktionieren hier nämlich auch erstaunlich gut. So, wir müssen auch aufpassen, dass wir es mit den Markthaupthäusern nicht übertreiben, weil die Dinger sind halt scheiße teuer. So im Vergleich gesehen. Denn jedes von denen kostet, na, schauen wir mal, 10 Goldstücke im Unterhalt. Das ist natürlich auch eine Menge, die muss man halt erstmal aufbringen. So, deswegen würde ich sagen, fangen wir doch hier schon mal mit dem Errichten der eigentlichen Stadt an. Gut, da ich ja schon vorher ein bisschen herumprobiert habe, weiß ich tatsächlich, wie weit ich in welche Richtung gehen kann. So, auch ein großer Unterschied zu anderen Annos ist, dass hier die Einwohner Waren kaufen müssen. Man kriegt also keine klassischen Steuern. Deswegen müssen wir darauf achten, dass wir Marktstände bauen. Dabei ist halt eigentlich dieser Radius wirklich absolut scheißegal. Weil die Waren werden direkt aus dem globalen Lager abgezogen. Und die Einwohner werden im Einflussbereich ihres Hauses zu allem hingehen, auch öffentliche Gebäude. Also wenn der Radius eines öffentlichen Gebäudes kleiner ist als der von einem Wohnhaus, dann interessiert es das Wohnhaus tatsächlich relativ wenig. So, damit hätten wir das geklärt. Jetzt wäre es natürlich spannend, wenn wir uns hier mal das Salzvorkommen sichern. Achso, wir brauchen mehr Pioniere.
Na gut, das kriegen wir hin. Zack, 1, 2, 3, 4. A tavern can be built. So, hier platzieren wir dann mal das nächste Markthaupthaus. So, läuft doch alles tatsächlich relativ gut. Bei euch sieht das Spiel natürlich in normaler Auflösung, wird es natürlich mit normaler Auflösung angezeigt. Bei mir ist hier alles halt relativ dreckig verzerrt. Deswegen kann es sein, dass ich mich ab und an verklicke, etc. Weil ihr seht es halt in der Standardauflösung, ne, von 1280x1024 oder was es war. Den Luxus habe ich hier ja, wie gesagt, leider nicht. Das heißt also, wenn ich mich verklicke, kann ich es tatsächlich so ein bisschen darauf schieben. So, ich hoffe, dass wir jetzt tatsächlich hier Salz abholen können. Schauen wir mal, weil bei diesen Rampen, da bin ich auch immer so ein bisschen nervös. Wie gesagt, 3D-Terrain. Uneindeutig und ist halt fraglich, ob es überhaupt sinnig ist. Aber ja, da kommt der Marktkarren und holt das nicht verarbeitete Salz ab. So, und hier können wir jetzt bereits eine Saline platzieren. Die Frage ist, wollen wir es hier machen? Nein, wollen wir nicht. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, weil hier ist das Gebäude ja nicht 4x4 groß. Darf man ja an der Stelle nicht vergessen. 1, 2, 3, 4, so. Sieht jetzt natürlich ein bisschen kacke aus mit diesen Doppelstraßen, aber es funktioniert halt. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, dann platzieren wir jetzt hier in der Ecke die Saline. Und dann macht es auch mit den Doppelstraßen tatsächlich Sinn, weil das Ding ist ja nicht 3x3 Felder groß, sondern 4x3. So, und damit haben wir jetzt eine schöne Einfuhr erstmal an Salz. So, hier können wir jetzt auch schon das nächste Markthaupthaus platzieren. So, 1, 2. Und wir müssen natürlich auch so ein bisschen aufpassen, dass uns nicht zwischendurch die Werkzeuge ausgehen oder das Geld. Das ist tatsächlich die größte Gefahr, dass wir zwischendurch kein Geld haben, weil, wie wir hier sehen, wir haben tatsächlich fast kein Einkommen zurzeit. Was natürlich so ein bisschen mau ist. Gut, da können wir jetzt hier bereits den nächsten Stadtdistrikt platzieren. Ich bleibe am Anfang bei 4. Das ist relativ viel. Also die Stadt wird auch anfangs unverhältnismäßig groß sein tatsächlich. Aber es wird funktionieren. So, dann werden wir hier mal noch Kleiderständer errichten. Also hier Kleidungs- und Lederstand, wo wir halt Kleidung und Leder verkaufen können an unsere Leute. Was, hier sehen wir es natürlich, neue Ware frisch verfügbar, rennen also erstmal alle hin. Das Bedürfnis ist auch erst dann erfüllt, wenn tatsächlich die Waren abgeholt wurden von den Einwohnern. Das ist auch noch so eine große Umgewöhnung, dass nicht gleich sofort, sobald etwas im Lager ist, der Account hochgeht. Nein, die Leute müssen erstmal hinrennen und es kaufen. So, und jetzt sieht unser Einkommen schon gar nicht mehr so kacke aus im Vergleich zu vorher. Aber dennoch alles andere als geil. So. Hier haben wir jetzt das. Ach, und die fröhliche Musik begrüßt uns. Das habe ich wirklich so ein bisschen vermisst. Ich meine, Anno 1404 ist tatsächlich ja sehr episch und sehr, sehr geil. Ja, und auch nach wie vor der beste Teil der Reihe in meinen Augen. Aber Anno 1503 hatte halt tatsächlich einen sehr, sehr fröhlichen Spirit, den ich so ein bisschen in 1404 vermisst hatte. 1404 war halt sehr, wie sag ich es am besten, langsam und ruhig. Ja, mehr so auf eine himmlische Atmosphäre ausgelegt, während halt Anno 1503 wirklich so das Dörfliche hat. So, und wie wir hier auch sehen, also
ist halt 2D-Spiel, ne? Und damals, das waren ja 3D-Renders, die sie dann halt in 2D gerendert haben. Also in 3D gebaut, in 2D gerendert. Zumindest sieht es danach aus. Und ich finde die Grafik, die ist sehr, sehr gut gealtert. Ja, also ich schaue sie mir immer noch sehr gerne an. Ich schaue mir auch immer noch sehr gerne Stronghold an. Also viele Sachen im 2D-Bereich haben da einen sehr, sehr schönen Alterungsprozess hingelegt. Wo ich sage, das kann man auch heute noch spielen. Weil es halt vor allem einfach stilsicher ist. Gut, dann werden wir jetzt bald Werkzeuge kaufen müssen. Ja, ich weiß, dass wir mehr als 500 Einwohner haben. Danke, lieber Berater. So, zack, zack. Platzieren wir hier jetzt nochmal die letzten Einwohner. Dann müssen wir unsere Lederproduktion mal ein bisschen upgraden, weil Leder tatsächlich ist jetzt hier so ein bisschen Dauermangel bei uns. Und wir haben jetzt auch schon knapp 18.000 Goldstücke verbraucht. Aber gut, wir haben ja noch über 30.000. So, und bevor ich es vergesse, wir haben ja Venedig entdeckt. Hier ist es wunderschöne Venedig. So, hier ist es leider nicht so, dass die Einwohner zum nächsten Brunnen rennen und das Feuer selbst ausmachen. Nein, hier muss man die Gebäude erstmal noch abreißen, weil wir haben ja noch gar keine Feuerwache. Und zum Glück kann man hier Gebäude abreißen. Ja, in neueren Annos war es ja so, trifft eine Katastrophe auf ein Gebäude, dann bist du halt erstmal am Arsch, ne? Wenn du da nicht die entsprechenden Gegenmaßnahmen gemacht hast. Da kannst du die umliegenden Gebäude abreißen, aber nicht das Betroffene. Okay, 1, 2 und da können wir dann jetzt auch hier daneben noch das nächste Markthaus bauen. Das Wunderschöne ist das Salzbergwerk, das wir errichtet haben. Wir können damit jetzt bequem mehrere tausend Einwohner versorgen, ohne es wieder Probleme befürchten müssen. So, na bitte, sieht doch alles schon mal ganz wohnlich aus, so von der Größe her. Ich frage mich jetzt auch, wo die ganzen Gegner sind. Wir haben ja 3 Gegner. Keiner davon hat sich auf meiner Insel breit gemacht. Das finde ich ja sehr, sehr spannend. Tatsächlich. Alter, wieso habt ihr kein Werkzeug hier, ihr Wichser? Na gut, dann müssen wir halt den automatischen Kauf vom Werkzeug aktivieren. Wir müssen aufpassen, dass wir es dabei nicht übertreiben. Also halten wir mal den Bestand auf 75 Tonnen. Weil sonst ist unser Geld richtig schnell weg. Ich weiß nicht, ob man es gerade beim Preis gesehen hat. Was waren das hier? 50 Goldstücke. Das heißt, es sind eben einfach mal 3.500, sobald ein Händler vorbeikommt. Und so lange wird das gar nicht reichen. So. Na bitte. Haben wir jetzt erstmal die Ausläufer der Stadt fertig. Unser Einkommen ist ein bisschen höher. Aber dafür geht unsere Nahrung nicht bergauf. So, er hat jetzt eine leichte Tendenz nach unten. Das vermisse ich auch aus neuen Annos tatsächlich, dass es eine Mindestzeit zwischen den Katastrophen gibt. Das gibt es hier ja nicht, sondern es ist ja wirklich komplett zufällig. Wenn man Pech hat, kann man tatsächlich so vor 5, 6 Feuern gleich hintereinander getroffen werden. Was natürlich ultra nervig ist. Aber gut. So, wir produzieren heute tatsächlich ziemlich viel. Das heißt also, hier wäre eine zweite Gerberei vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, und hier platzieren wir mal eben noch eine Jagdhütte. Jagdhütten werden wir tatsächlich einige brauchen. Wie gesagt, ist Leder. Somit die unberechenbarste Produktion überhaupt. So, dann platzieren wir hier mal noch eine Gerberei. So, und ich hoffe mal, dass bald jetzt auch noch der freie Händler vorbeikommt. Und hier ist jetzt schon wieder nichts. Aber hier sehen wir, hier ist ein Gegner. Sehen wir daran, dass es hier keine Bäume gibt. So, dann werden wir gleich sehen, dass der Gegner schon viel, viel weiter ist als wir. Vermutlich hat er schon die nächste Bevölkerungsstufe. Ja, hat er. Auch schon mit Bierproduktion und so weiter.
So, und hier sehen wir auch diese Häuser, die als, hier diese Straßen, die als Spirale um das Markthaupthaus umgesetzt sind. Später löst sich das Muster wieder auf. Aber in der Innenstadt behalten sie es zumindest bei. Very well, sir. Da ist ein Piratenschiff. Gut, da sind wir jetzt mal ein bisschen vorsichtig. So, und ich will jetzt hier die Werkzeuge haben. Ich werde meine Spielgeschwindigkeit ein bisschen reduzieren. Sag mal. Screams echo in the streets. Gut. Fire. Hoist the anchor. So, und hier haben wir jetzt gleich zwei Feuer. Und dann noch eins. Ja, gut, das waren die beiden, die hauptsächlich Probleme machen. So. Wir benötigen noch weitere Fischerhütten. So, ich hoffe, das passt dann hier jetzt auch soweit. Okay, du hast eine Effizienz von 0%, du von 93%. Offenbar haben wir da ein bisschen was zu nah beieinander gebaut. Aber hey, dafür haben wir jetzt ein paar Tonnen Werkzeug. Werkzeug wurde hier auch eingekauft, wie wir gleich an der Bilanz sehen können. Was so ein bisschen kacke ist. Aber immerhin sind unsere Einnahmen größer als unsere Standardausgaben. Das heißt also, hier sind wir tatsächlich erstmal ein bisschen safe. So, Nahrung steigt ein bisschen. Leder reicht vielleicht gerade so, um unsere Bedürfnisse zu decken. So. Ich würde sagen, dieses Gebiet hier, das bietet sich an für unsere Schaffarm. Die passen hier lustigerweise genau rein. Ja, hier sehen wir direkt, wie es aneinander angrenzt. Natürlich kann man es jetzt bei Schaffarmen tatsächlich so machen, dass die sich überschneiden, aber ich finde, es ist ein bisschen billig. Deswegen werde ich da jetzt nicht auf solche Tricks zurückgreifen. So, natürlich muss die Wolle abgeholt werden können. Und damit können wir jetzt zwei Webstuben versorgen. Paar weitere nehmen wir auch noch mit auf. Das heißt also, wir platzieren hier jetzt noch zwei weitere Schaffarmen. Wir haben ja schließlich schon eine relativ starke und mächtige Produktion aufgebaut. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wie gesagt, ich muss hier ein bisschen auf das Zählen achten. Nach wie vor bei mir ist alles verzerrt. Aber dennoch hübsch anzuschauen. So, Leder steigt jetzt tatsächlich langsam. Die Nahrung ist stabil. Wir haben Salz. Schauen wir mal, ob das jetzt ausreicht für die vernünftige Stoffproduktion. Wolle wird ja jetzt bald langsam abgeholt. Da können unsere Webstuben auch anfangen zu weben. Dann können wir uns auch gleich an die Alkoholproduktion machen. Und ich denke, es ist auch ein gutes Ziel für die erste Episode, dass wir in der Lage sind, die erste Bevölkerungsstufe hinter uns zu lassen. Ja, wir haben noch knapp 26.000 Goldstücke, das passt also. So, hier wird jetzt tatsächlich Stoff produziert. Wir sehen, wie die Effizienz steigt. Das scheint also alles hier halbwegs zu funktionieren. Und sobald die ersten Stoffe verfügbar sind, werden wir gleich sehen, wie massig Einwohner rüberpilgern, um Stoffe zu kaufen. Deswegen hat man, sobald man eine neue Ware einführt, einen Mega-Boost an Einkommen, was dann nach und nach sich wieder einpendelt erstmal. Okay, so, das entwickelt sich doch alles ganz gut. So, wir bleiben ein bisschen näher an der Küste, damit die Piraten uns nicht erwischen. Das ist auch so etwas, was ich ein bisschen schade finde. Also hier gibt es das Piratenversteck. Das ist immer dieselbe Insel. Und man erkennt da, wo genau das ist. Also hier auch wieder platt gedrückt. Also stehen hier Gebäude. Hier ist ein Piratenversteck.
Und theoretisch bin ich in der Lage, die Piraten zu bestechen, damit sie gezielt andere Spieler angreifen. Aber davon habe ich halt bisher noch nicht viel erlebt. Das ist in meinen Augen etwas, könnten sie ruhig bei Anno 1800 reinbringen. Da wird es ja bestimmt wieder Piraten geben, dass man sagen kann, okay, hier, geh mal bitte dem da so ein bisschen auf den Sack. So. Dann erweitern wir mal eben die Straßen hier. So, hier geht's nach oben und hier geht's nach unten. Und hier geht's nach rechts, im Zweifelsfall immer rechts. So, hier sehen wir, das Bedürfnis nach Stoff ist jetzt auch erstmal halbwegs erfüllt. Unser Einkommen ist jetzt auch wieder etwas höher. Aber es ist noch nicht so hoch, wie ich es gerne hätte. Also hier sollten wir vielleicht dann doch mal darüber nachdenken, doch noch zwei weitere Schaffarmen zu platzieren. Eins, zwei, drei, vier. Ja, es passt. So, hier wissen wir auch gleich, wo das nächste Markthaupthaus platziert werden würde. Gut, dann platzieren wir hier mal noch die beiden anderen Schaffarmen. Machen die Waren abholbar durch Straßen. Und errichten die nächste Webstube. So, wir springen Gerbereien. Ja, alle drei haben eine Auslastung von 100%. Das passt also. Genau, unser Einkommen ist jetzt knapp 150 Gold über dem... ja, über unseren Ausgaben. Insofern haben wir da nicht allzu viel zu befürchten. So, wir müssen uns langsam rantasten übrigens. Ich bin ja kein großer Fan vom langsam rantasten. So, was so Verbrauch angeht, etc. Weil zumindest in der Anfangsphase von Anno 1503 ist Geld echt wenig da. So, die Farm kann zwei Sachen produzieren, Nahrung und Alkohol. Ich persönlich würde sagen... Wir bleiben da erstmal beim Alkohol. Und wir platzieren erstmal vier Stück und schauen wir mal, wie gut wir damit unsere Wirtshäuser dann ausgelastet kriegen, sobald wir die platziert haben. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, bei dem Layout, das ich hier benutze. Wie sieht denn das denn da so aus mit öffentlichen Gebäuden und so weiter? Weil dafür habe ich ja nicht wirklich Platz gelassen. Und da ist jetzt halt einfach der Trick, es werden Dinge abgerissen. So, machen wir mal so ein bisschen kreisförmig. Dann können wir hier mal die unterschiedlichen Wirtshäuser platzieren. Jeder Sektor kriegt sein eigenes. Und hier wird halt Alkohol verkauft. Auch hier müssen wir jetzt natürlich wieder ein klein wenig mit dem Geld aufpassen, bla bla bla, halt so der Standard. Immer dieses Feuer und es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir in der Lage sind, unsere Feuerwehr zu platzieren. Und das Lustige ist, mit der nächsten Bevölkerungsstufe schalten wir bedauerlicherweise gleich direkt auch die Pest frei und erst eine Bevölkerungsstufe später können wir den Doktor erforschen. Das heißt also, da werden wir noch eine ganze Weile mit Gebäude abreißen beschäftigt sein. So, hier in der Mitte können wir dann auch noch ein paar Produktionsbetriebe platzieren, da passen vier Stück hin. Das passt dann also soweit tatsächlich alles. So, Nahrung geht aufwärts, wir haben Salz mehr als genug, wir haben hier mehr als genug Leder tatsächlich, Stoff geht bergauf. Das heißt also, hier entwickelt sich das alles. So, Salz werden wir verkaufen. Schließlich haben wir da eine Überproduktion, damit kann man ruhig ein bisschen Geld einspielen. Haben wir auch gerade gemacht. So, und was man hier gerade gesehen hat, hier der dicke Wirt, der rennt hier zum nächsten Markthaus und holt ein Fass Bier ab. Na okay, was heißt hier Bier? Wir produzieren ja hier kein Bier, das ist ja Kartoffelschnaps.
So, und da haben wir jetzt tatsächlich auch schon so ein bisschen Leben in unserem Dorf. Ne, mit den Leuten, die halt immer zu den Marktständen hinpilgern, etc. Das ist doch alles ganz sympathisch. So, ist jetzt natürlich die Frage, bei wie vielen Leuten ist das Bedürfnis nach Bier erfüllt? Tatsächlich bei einigen. Finde ich gut. So, gegenüber den Wirtshäusern platzieren wir die Kapellen. Die bringen uns leider kein Geld ein. Aber sie sorgen dafür, dass wir direkt aufsteigen können. Was wir hier sehen, wir sehen jetzt hier die ersten Siedler. Your people are very ignorant, so you should build a school. Ja, und da haben wir auch gleich ein paar neue Gebäude freigeschaltet. Ja, und wir wurden jetzt gerade hierher teleportiert, weil wir quasi das Ingame-Tutorial abgeschlossen haben. Oh, okay, das Feuer gehörte zu dem Gebäude und nicht zu dem. Das war ein bisschen uneindeutig. Na gut. Ja, was man hier unten gesehen hat, hier sehen wir immer Buch mit Fragezeichen. Das sind immer so Tutorial-Tipps. Wenn man so neu in dem Spiel ist, dann erklären die einem immer so ein bisschen, okay, was muss ich tun, etc. Und sobald diese Schritte abgeschlossen sind, wird man dann halt zum Hafen teleportiert oder sagt einem im letzten Tipp so, hey, du hast jetzt die Grundlagen drauf. Viel Spaß beim Weiterspielen von Anno. Wir produzieren nicht so viel Alkohol, wie ich gerne hätte. Finde ich doof. So, platzieren wir hier eben noch zwei weitere Kartoffelfarmen, wo Kartoffelschnaps produziert wird. Ist zwar schön giftig, ne? Gelernt, dass man die Kartoffelknollen essen kann, das haben sie ja damals noch nicht. Aber dass man aus der Blüte da oben, die giftig ist, Schnaps machen kann, das haben sie natürlich sofort gelernt, die Menschen damals. So, na hat sich doch unsere Stadt ganz schön entwickelt. Schauen wir mal, was hier unser Kollege macht. Er hat sich nicht wirklich viel getan. Seine Stadt ist auch etwas kleiner skaliert. Er hat 495 Einwohner. Wir kommen jetzt auf über 1000. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt mal einfach mal auf Erkundungstour. Für den Fall, dass die Piraten kommen, hissen wir mal die weiße Flagge. Dann werden sie nämlich nur versuchen, die Waren zu holen. Und das, da wir keinen an Bord haben, kann uns das herzlich scheißegal sein. So, hier müssen wir bei den Leuten auch so ein bisschen aufpassen. Dadurch, dass noch nicht alle aufgestiegen sind, sehen wir tatsächlich hier, Alkohol ist tatsächlich noch nicht überall erfüllt. Oh, mir geht das so auf den Sack. So, da es ja noch eins der alten Anus ist, kann man hier tatsächlich alle Einwohner aufsteigen lassen. Ja, es ist nicht so, dass man eine bestimmte Mindestzahl an Bauern benötigt oder so. Nein, Aufstiegsrechte gibt es hier schlicht und ergreifend noch nicht. So, schauen wir auch mal, wie sich hier die Stadt hier von unserem Feind entwickelt hat. Da sehen wir, er hatte Salzproduktion. 490 Einwohner. Hier produziert er Nahrung schon per Fleisch. Hier ist es ja generell so, man braucht bloß eine Nahrungsart. Nicht so wie in Anno 1404, wo man ja unterschiedliche Nahrungsarten braucht. Sondern hier reicht tatsächlich nur eine, aber es gibt unterschiedliche Arten, sie zu produzieren, die halt unterschiedlich effizient sind. Ach ja, und immer die Frage nach dem guten alten Alkohol. Na gut, unsere Bilanz ist positiv. Wir haben es geschafft, hier die ganzen Einwohner aufsteigen zu lassen. Wir müssen uns vielleicht auf der Insel mal noch so ein bisschen breit machen und schauen, ob wir nicht vielleicht doch noch irgendwo ein bisschen Eisen finden. Also gegebenenfalls haben wir hier überhaupt noch einen Berg auf dieser Insel. Natürlich nicht, das heißt, wir müssen uns auf anderen Inseln umsehen, ob wir da Eisen finden. A flaming inferno is threatening your people. Das wird uns noch ein paar Mal begleiten. Die Katastrophenmusik. So, und hier, na gut, dann platzieren wir eben noch zwei weitere Kartoffelfarmen.
hätten wir das Werkzeug dafür. So, und hier schauen wir mal, was der letzte Gegner hat. Ja, der hat jetzt hier eine Stadt im Dschungel errichtet. So, kehren wir mal zurück nach Venedig. Nach Napoli, wie die Stadt heißt. Können wir da ein bisschen Werkzeug noch kaufen. Weil dort lokal kaufen ist schlicht und ergreifend billiger als vom fahrenden Händler. Wir könnten natürlich jetzt die Preise für Werkzeug reduzieren beim Einkauf, aber es würde leider nicht viel bringen. Denn das würde unsere Handelsattraktivität senken. So, jetzt sind hier auch fast alle Einwohner aufgestiegen. Fehlt also nicht mehr viel. So, du kriegst auch eine Kartoffelfarm. Und schauen wir mal, ob das dann jetzt tatsächlich reicht. Und auch die letzten Pioniere aufsteigen. Oh, ein paar gehen sogar wieder runter. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das bedeutet nämlich, wir kriegen auch die Ressourcen nicht mehr zurück. Na gut, dann platzieren wir hier eben noch zwei weitere Kartoffelfarmen. Unsere Wirtschaft läuft ja jetzt. Jetzt müssen wir nur noch vorsichtig expandieren und klappt das alles. Ja, unsere Bilanz kann sich sehen lassen. Ist schön positiv. Screams echo in the streets. Fire. Gut, ich würde sagen, wir sperren einfach mal die Baumaterialien, solange bis sich die Alkoholsituation stabilisiert hat. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch langsam mal einen Screenshot fürs Thumbnail. Weil die Episode ist ja jetzt auch schon vorbei, wir haben ja bereits Überlänge. Würde ich sagen, nehmen wir doch gleich hier diesen Shot von der Stadt. So, ich nehme ja jetzt hier mit einer anderen Software auf als vorher, deswegen hoffe ich, ich mache jetzt nichts kaputt. So, das sollte jetzt eigentlich den Screenshot getan haben. Und ja, ich hoffe, ihr habt so viel Freude, dieses Spiel mitzuerleben, wie ich habe es zu spielen. Anno 1503, lang ist's her, endlich funktioniert die Aufnahme. Und wir werden mal schauen, wie weit wir insgesamt mit dem Spiel kommen, ob wir es schaffen, hier die ganze Insel vollzubauen, irgendwo einen Palast hinzukloppen, etc. Halt so das Typische. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ja, und sollte euch das hier gefallen haben und sollte euch prinzipiell das Projekt gefallen, so Anno 1503 als Langzeitprojekt, dann würde ich mich doch freuen, wenn ihr dem Ganzen hier einen Daumen hoch gebt. Das ist immer ein super Feedback und bestärkt mich darin, dass ich mit diesem Projekt die richtige Entscheidung getroffen habe. Solltet ihr allgemein Feedback, Anmerkungen oder sonst was haben, haut es mir direkt in die Kommentare. Und ja, solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, freue ich mich natürlich, wenn ihr das ändert, denn mehr Reichweite ist immer gut für mich und ihr kriegt eine Notification, wann immer ich was Neues hochlade. Ist also eine Win-Win-Situation und davon können wir ja nur beide profitieren. Und damit verabschiede ich mich für heute und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Ciao!